Kramer. Mädels. Mädels. Schöne Flanke, Kramer, 1:0. Gespielt 5 Minuten. Das wollte man, Hannes Löhr ist aufgesprungen auf der Bank, klatscht in die Hände zurecht. Sehr schön vorbereitet, dieser Treffer von Frank Mill. Da kommt die Szene. Mill zieht 2 Gegenspieler auf sich, spielt sie aus, hat Zeit zum Flanken, tut das präzise. Grahammer, das rechte Eck, 1:0. Noch einmal. Aber man sieht, in der Mitte waren noch 2, 3 andere deutsche Spieler frei. Malus. Schön gespielt, Grüezi. Elfmeter. Oh, 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 das sieht überhaupt nicht gut aus, wie die deutsche Abwehr da steht hinten. Zack, zack, 1, 2 Pässchen. Und dann steht Grüezi vor Kampf von hier hinten. Wir sehen natürlich versetzt, war es nicht zu sehen, ob Kampf den Tunesier wirklich getroffen hat. Herr Hoop jedenfalls, der Schiedsrichter, deutete ohne Zögern auf den Punkt, auf den er jetzt den Ball legt. Aber jetzt sehen wir es. Da kommt Ruizzi, Kamps kommt ihm entgegen. Jawohl. Und trifft eindeutig mit dem Bein das Bein. Elfmeter Malul gegen die Schweden. Hat er einen solchen Strafstoß lässig verwandelt. Gespannt, ob er es wieder so tut. Spaziert hin. Genau. Ganz langsam, ganz ruhig. Und verletzt Kamp. Die 29. Spielminute. 1. Mill. Gegen ihn Eluashi im griechisch-römischen Stil. Und da hat Frank Mill den Schuh ausgezogen. Götz wird den Freistoß treten und im tunesischen Strafraum vor Schuschan alles, was Gardemas hat und schwarz-weiß trägt. Götz. Hitler. Und da stolpern sie ihn rein. Ich glaube, es war Fach. Oder Schulz, aber das sehen wir jetzt in der Zeitlupe auf jeden Fall. Ein Mordschuss war es nicht, ein Kopfball war es nicht. Symptomatisch eigentlich, aber freuen wir uns über dieses 2:1. Gespielt 6 Minuten in der zweiten Halbzeit, also die 51. Minute. Da kommt der Freistoß. Hesler mit dem verunglückten Schuss. Ja, Schulz. Schulz war es. Noch einmal. Zu kurz die Kopfballabwehr. Hesler verzieht. Und Schulz. Oder war es sogar ein Selbsttor des Vierers? Auf jeden Fall. Schulz wird das Tor zu. Förster jetzt mit nach vorne gegangen. Da ist er am Ball. Dafür lässt sich Butke zurückfallen. Hesler. In den freien Raum gespielt. Die beste deutsche Szene, abgesehen vom ersten Tor. Frank Mill macht sein 3. Tor bei diesem Turnier. Wir schreiben die 56. Minute. Jubel beim kleinen deutschen Anhang. Ein paar Segler sind dabei. Die Flanke kam von Schulz, wenn ich nicht irre, ja. Und Mill trocken, genau ins kurze Eck. Das ist schon eine Menge Holz bei den äußeren Bedingungen hier. Schulz jedenfalls sieht das anders. Und jetzt gibt es wieder Elfmeter, eindeutig, klar.
Der hat da einmal das Tempo angezogen mit dem Ball. Ist für mich sowieso einer der besten Spieler in den deutschen Farben heute. Und jetzt schreitet zur Ausführung Wolfram Wuttke. Die 75. Minute. Der dritte Elfmeter in diesem Spiel. Und alle drei hatten ihre Berechtigung. Schuschan gegen Wuttke. Mittlerweile haben die Tunesier gewechselt. Hinaus geht die 6, Mirani, der Mann mit der gelben Karte. Und hineinkommt Abid, Haitham Abid von Esperance Tunis. Aber die Musik spielt jetzt im tunesischen Strafraum. Gleiche Ecke, aber jetzt getroffen. Anders als Klinsmann. Fast entschuldigend die Geste von Wuttke in Richtung Schuschan. 75. Minute. Die deutsche Mannschaft führt 4:1. Wolfram Wuttkes zweites Tor hier noch einmal in Zeitlupe bei diesem Turnier.